Harz, vielen willkommen zurück zu einer neuen Episode von P-Sim, Freunde, und wir haben den Megadruck, ja, und ich war kurz auf einem tibetanischen Berg und dort habe ich einen Priester getroffen und dieser Priester hat gesagt, du musst den Fokus finden, finde den Fokus vor dem Lokus, konzentriere die Kraft deiner Lenden, konzentriere die Kraft deiner Harnbeutel, konzentriere die Kraft deiner, wie heißen die nochmal, deiner Harnleiter und drücke dann. Wenn du die Energie hast, fokussiere sie in deiner Blase und nutze dann die Kraft des Schließmuskels, um eine Pipi-Fontäne göttlichen Ausmaßes von dir zu stoßen. Und das habe ich gelernt. Über Monate hinweg lehrte er mich die Techniken des Urinstrahls. Und nun bin ich einer der besten Urinierer weltweit geworden. Habe mich konzentriert, habe meinen Fokus gefunden und auch viele Badewannenstöpsel angepinkelt, um so weit zu kommen. Das ist alles gar nicht so einfach, wie manche Leute sich das mal vorstellen. Ja, man muss schon hier zwischen Eimer und Toilette wählen. Das ist richtig, ne? Und man braucht die Punkte, um den Kachelstrahl zu erreichen. Und wenn man den Kachelstrahl hat, ja, dann kann man aufsteigen. Guck mal, es gibt 117, 216, also es gibt schon richtig Kraft hier. Ja, da können wir schon die ersten Kacheln niederbrennen. Aber wir haben noch nicht genug Kraft für die Steine dahinter. Das heißt, wir müssen uns erstmal hier noch ein bisschen Energie sammeln hier. Sehr schön, sehr schön. Dann hier mal das Ding öffnen. Dann holen wir uns mal hier das Waschbecken. Waschbecken-Pinkler sind nicht immer unbedingt willkommen. Aber manchmal, es gibt Notsituationen im Leben, da bleibt einem nichts anderes übrig. Ja, ah, guck mal, jetzt können wir schon rauspinkeln hier. Dann ballern wir uns schon mal den Weg frei nach draußen. Oh ja, mein alter Meister oben in den tibetanischen Bergen. Auf der tibetanischen, man nennt sie nicht nur das Dach der Welt, sondern eventuell auch die Toilette der Welt. Und dort lernen die Leute, von den tibetanischen Gebirgen zu pinkeln und dort möglichst weit und intensiv zu spritzen. Und ja, ihr wisst schon, ne? So, guck mal, da haben wir doch schon mal ein kleines Gebüsch. Das nehmen wir schon mal mit. Es gibt auch noch mal 40. Es gibt auch noch mal 40, ne? Hier, Waschmaschine nehmen wir auch noch mal mit. Ja, klar, guck mal, die gibt ja auch richtig Kraft. So, hier, da haben wir noch einen 80er Busch. Hier die Bänke, die geben viel. Das gibt immer einigermaßen was hier, wenn man da drauf pinkelt. Braucht auch ein bisschen länger, ne? Aber dafür kriegst du natürlich gut Punkte, ne? Guck mal hier, können wir die Feuerleiter schon irgendwie... Nein, können wir nicht. Verschwende nicht deinen Pipi-Kreis. Pipi lieber hier auf dem Busch ein bisschen. Sehr gut, aber wir haben noch genug Kraft im Pisometer. Das heißt, alles wird gut. Alles wird gut werden. Na komm. Oh, 235, sehr gut. Sehr gute Results machen wir hier. Sehr gute Results. Sehr schön. So, guck mal, jetzt können wir schön hier... Dann mache ich doch mal hier so einen kleinen Strahl, der so ein bisschen einfach die Menge abdeckt. Dann kriegen wir einfach auch gleich mehr Punkte direkt hintereinander. So, da hinten will ich noch was abräumen. Da war auf jeden Fall noch was. Okay, sehr gut. Ja, und hier sehen wir schon, wie gefährlich das werden kann. Jetzt sind wir ungefähr bei 26,7. Okay, wir steigern uns, 27... Also das Ergebnis, ich weiß nicht genau, woraus sich das immer zusammenrechnet. Ja, für den Schulbus sind wir noch zu schwach. Aber die Zäune davor könnten wir entfernen. Sehr gut. Da hinten die Laterne vielleicht. Ja, ja. Die Laterne geht auch. Sehr gut. Das Pisometer sinkt. Können wir die Bäume hier, die kleinen? Ja, ja, kleine Bäume sind immer gut. Die geben nämlich auch schon ordentlich Punkte. Mal 610 für so ein kleines Bäumchen, hä? Ne? Damit rechnet man nicht. Da gab es nochmal 200 für irgendwas. Ist auch irgendwas noch in Ordnung, nicht in Ordnung. Große Bäume können wir noch nicht, aber kleine, oder? Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Mein Urinstrahl versinkt langsam. Große Bäume wären nicht schlecht. Ja, ich glaube, wir können jetzt auch große Bäume... Okay, sehr gut, sehr gut. Können wir Autos? Ja, wir können Autos, oder? Nein, wir können immer noch keine Autos, Mist. Okay, Leute, irgendwann müssen wir doch Autos kriegen hier. Oh, meine Energie sinkt, aber ich will nicht, dass sie sinkt. Wir müssen sie aufrechterhalten. Okay, ich glaube, es sieht aber jetzt besser aus, oder? Können wir jetzt dieses Auto bepinkeln? Ja, nicht wirklich. Komm schon, ich hab, mein Urinstrahl sagt, ich habe nicht mehr viel Saft. Zum Kleinwagen, komm schon. Baum. Okay, wir haben echt nicht mehr viel Energie. Ja, ja, okay. Weil Autos einpinkeln,
Sobald du Autos anpinkeln kannst, kommst du halt in die nächste Stufe. Und diese haben wir jetzt erreicht, Freunde. Diese Stufe haben wir jetzt erreicht. Nichts kann uns jetzt mehr aufhalten. wir machen auf jeden Fall einen guten Schaden jetzt. Ich weiß gar nicht genau, wo ich da meinen Strahl hinkonzentrieren soll. Es gibt überall was zu bestrahlen. Da hinten stehen ganz viele Autos rum. Ich weiß nicht, ob die... Treffen wir die gerade? Kann ich die... Ja. Ah, sehr gut. Sehr gut. So, hier das Ding mal weg. Ist der Baum da irgendwie anpieselbar? Okay, weil das gibt nämlich ordentlich Punkte. So, hier alles durch die Gegend. Hier darf nichts mehr stehen bleiben. Kein Auge darf hier trocken bleiben, Leute. Jetzt habe ich da auf jeden Fall schon mal eine richtige Party verursacht. Wow, Leute. Oh, wie es niederregnet, Alter. Okay, Result ist, wir sind schon bei 70. Oh. Wir dürfen die hier nicht durchkommen lassen. Da hinten ist er, der Hubschrauber. Okay, da kommt auch noch keiner. Sehr gut, da hinten habe ich irgendwie einen Strommasten erwischt oder so. Okay, 915 hier. Alter, Junge. Kein Stress machen hier, kein Stress. Wir wollen alle nur friedlich pinkeln. Wir wollen alle nur ganz friedlich pinkeln. Ich habe damit nichts zu tun. Ich kann nichts dafür, das ist eine Krankheit. Ich habe ein Syndrom. Kann ich da hinten den Strommasten ganz wegstrullen? Ja, es gab keine Punkte irgendwie. Schade. Ja, komm schon, ey. Ich bin bei 78. Was kann ich denn noch erreichen hier? Meine Strullkraft wird irgendwie schwach. Kann ich das Haus zerlegen schon? Nein, aber ein bisschen, ein Teil davon. Wie sieht es da hinten mit diesem großen Schild aus eigentlich? Kann man das... Doch. Alter, Wahnsinn. Komm. Ich habe gleich keine Energie mehr. Ich habe gleich kein Pipi. Mein Pipi. Ja. Komm schon, das Haus. Ja, es ist eingestürzt. Das Pipi-Meter, es funktioniert wieder. Stufe 4. Wir haben Stufe 4 erreicht, Leute. Oh. Kann ich da hinten die Häuser auch schon niederstrullen? Ich kann alles niederstrullen. Es gibt kein Halten mehr. Oh Gott, jetzt stürzt gleich die ganze Stadt ein, Leute. Wir werden die ganze Stadt niederstrullen. Alter, zieht euch das rein. Zieht euch das rein, Leute. Die Häuser, sie brechen zusammen. Ich höre nur noch irgendwelche Geräusche. Die alles zusammenbricht, Alter. State of Emergency wurde ausgerufen. Es gibt keine Gnade mehr. Es ist kein Halten. Autos explodieren. Menschen fliegen durch die Gegend. Pipi überall. Überall ist Pipi. Oh, Panzer. Da sind Panzer. Die schießen auf mich. Das gibt's ja nicht. Die wollen meinen Pipiometer senken. Nicht mit mir. Oh, die schießen ja echt voll hardcore. Da hinten sind noch Häuser, da stehen noch Häuser. Oh Gott, Alter. Jetzt aber, komm. Oh, da stürzt alles um. Kohlekraft ist außer Kraft gesetzt. Jetzt da hinten mal reinstrollen. Irgendwo hier ist das Ding. Und da kommt noch ein Panzer angefahren. Die Häuser, sie müssen weg. Alter. Alter. Okay, ich verstehe. Boah. Guck mal hier, du kannst alles niederstrollen. Wir können alles niederstrollen. Es gibt kein Halten mehr. Einfach drauf. Einfach draufhalten. Die Welt stürzt in sich zusammen. Es gibt keine Gnade. Mein Finger tut schon weh, Alter. Oh nein, ey, wir haben aber kein Pipi mehr gleich.
Was sollen wir jetzt tun? Boah, Alter, ich habe das Atomkraftwerk zerstört. Oh, was passiert hier? Aber mein Pipiometer ist wieder gefüllt. Da hinten mehr Pipi. Mehr Pipi, sie schießen auf alles, was sich bewegt. Die Polizei weiß nicht mehr, was sie tun soll. State of Emergency. Freunde. Eine Riesenkatastrophe. Eine Riesenkatastrophe. Darauf war die Welt nicht vorbereitet. Da hinten ist noch ein Powerplant. Oh, es fliegt in die Luft. Alter. Uncontrollable. Wir können es nicht mehr kontrollieren. Es geht nicht. Du kannst es nicht mehr. Du weißt, keiner weiß, was zu tun ist. Die ganze Welt ist zerstört. Das Haus, alles, es bricht alles in sich zusammen. Es gibt keine Weltordnung mehr. Niemand weiß, was passiert. Menschen rennen auf die Straße und zerstören einfach alles. Guck mal da hinten, ich kann bis nach da hinten strullen und alles bricht zusammen. Das ist ziemlich aggressiver Urin auch, ne? Also das muss man immer mal lassen. So, jetzt aber, hier muss ja mal jetzt so langsam, aber sicher wieder was zusammenbrechen. Da hinten, da gab es nochmal 2000 Punkte für irgendwas. Okay, oh, was ist das? Was passiert hier? Dinge explodieren um mich herum. Ich weiß echt nicht, was hier los ist, Leute. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Es ist... Alter, es ist... Alles sprüht und... Spritzt. Und... Polizei. Und... Da ist noch einer. Was ist da hinten am Horizont los? Da kommt ein Tsunami. Seht ihr das? Alter. Okay, da hinten ist ein riesiger Tsunami. Ich muss stärker pinkeln als er. Oh Gott. Ich muss die Welt retten. Ich muss die Welt retten, der Tsunami kommt. Komm schon. Ich brauche mehr von diesem Zeug. Alles muss zusammenstürzen. Hier nochmal ein paar Autos. Für mehr Pipi-Kraft. Der Tsunami, er kommt. Wie kann ich ihn... Wie kann ich ihn denn zerstören? Oh nein! Oh mein Gott! Ach du gute Güte! 42, 40, 35, 30, 20. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein, Alter, ich hab's fast geschafft, Leute. Aber gegen den Tsunami konnte ich nicht mehr anpinkeln. Boah, guck mal, ich bin Platz 3 auf der Weltrangliste. Alter! Oh, ich hätte nur noch den Tsunami erledigen müssen, Freunde. Ich habe keinen Druck mehr, ich kann einfach nicht mehr. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal, reingehauen und ciao.